Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der landwirtschaftlichen Simulator-Unterhaltung. Da vergesse ich vor Schreck wieder meinen Timer einzuschalten. Mein Name ist Gadrol, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben in der letzten Folge hier uns ein neues Gerät gegönnt und wir werden uns auch hier noch ein neues Gerät gönnen, beziehungsweise das hier müssen wir erstmal einarbeiten. Und jetzt muss ich mir eben vor lauter Schreck erstmal husten. So geht schon wieder besser. Ja, auch hier wollen wir Feld ernten mit Curseplay und zwar dauerhaft. Das heißt, wir müssen ihm erstmal sagen, dass er hier Gras ernten soll, dass er in den Bunker fahren soll und vom Bunker aus abladen in die BGA. Und BGA nehmen wir dann separates Silo, weil es schöner ist. Wie machen wir das? Wir müssen als erstes wieder mal den Feldkurs berechnen. Das Problem ist nur, ihr seht es schon, er kann dieses Feld hier, weil es einfach zu groß ist, weil er zu viel drauf ist, er kann es nicht erfassen. Das heißt, wir müssen das hier noch einmal auf die alte Methode machen. Auf die alte Methode heißt einmal drumherum fahren und dann sagen, bitteschön einen Kurs erstellen, basierend auf dem, was wir hier gerade eingefahren haben. Geht ganz einfach, das machen wir auch ruckzuck. Fangen also hier an einer Ecke des Feldes an, sagen Kursaufzeichnung beginnen und fahren dann einmal hier im großen Bogen drumherum. Wir können hier schon mal währenddessen mal einstellen hier, wie breit ist denn das überhaupt? 3,6 glaube ich, ne? Müssen wir mal eben im Shop gucken. Sortiert in ihrem Besitz. Wir besitzen folgendes Gerät. Arbeitsbreite 6,3. Habe ich es genau verkehrt rum im Kopf. Also 6,3. Wir fahren dann mal weiter ein hier. Könntest auch mit dem Mausrad hier scrollenderweise. Das ist eine schöne Sache. Dann sagen wir einfach mal 6,1. 2. Wir müssen ja nicht jeden kleinen Zipfel mitnehmen. Aber wollen möglichst effizient arbeiten. Ne? So, dann fahren wir hier rum. Warum ist denn da ein Kreuzungspunkt? Als wenn ich hier schon mal irgendwas gemacht hätte. Obwohl, es kann sein. Das ist ja immer noch der erste Spiel. Ah. Ich weiß nicht. Und so ähnlich wollen wir natürlich auch immer mit Feld, mit dem ganz großen Feld da unten verfahren, wollte ich sagen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, ich werde alt. Also eigentlich bin ich schon. So, 6,2. Da müssen wir gleich überlegen, welche Startecke nehmen wir. Aber das sehen wir dann. Und ich werde auch die Kurse nicht mehr nach Feldern kategorisieren beim Speichern, sondern ich werde... Oh nein, bitte nicht! Oh, Glück gehabt. Sondern ich werde dann sagen, keine Ahnung, Mäh, Düng und so weiter. So, hier in dem Fall jetzt zum Beispiel würde ich jetzt sagen, Kursaufzeichnung beenden. Und jetzt sage ich ihm hier, aus diesen Wegpunkten soll er einen Kurs generieren. Aber wo starten wir? Wo starten wir? Wollen wir in dieser Ecke starten? Dann würden wir sagen... Schauen wir uns nochmal auf der Map an, aber... Ja, ich würde sagen, wir nehmen diese Ecke... Das heißt, wir sind hier im Südwesten und fahren nach Osten. Er soll am Startpunkt enden. Erstmal zumindest. Obwohl, da müssen wir den Kurs nochmal neu aufzeigen. Dann machen wir am Startpunkt enden. Deaktiviert. Und sagen Kurs erstellen. Wir sagen auch speichern. Man 23. Fertig. Ja, und jetzt können wir auch schon loslegen. Jetzt kann er hier Feldarbeit loslegen. Oh, was leckt das? Eieieiei. Da ist irgendwas faul. Hier ist irgendwas faul. Das liegt definitiv an diesem Abfahrer. Schauen wir uns mal an, welche Wegpunkte der hier erstellt hat. Ne. Irgendwas will er nicht. Was will er denn hier nicht? Also er fühlt sich hier sehr, sehr unglücklich. Da sieht man richtig, wie der anfängt hier zu rattern, wenn wir den Kurs benutzen.
Tja. Da bleibt ja nur noch eine Möglichkeit. Wir versuchen es mal mit Beginnen am ersten Wegpunkt. Vielleicht fühlt er sich dann wohler. Das haben wir ja schon häufiger mal beobachtet. Aber nein, auch da. Oh nee, oh nee, oh nee. Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. Das müssen wir nochmal machen. Tja, keine Ahnung, was liegt. Manchmal hat es das. Vielleicht haben wir auch nicht optimal die Ecken gewählt. Machen wir also noch einmal hier einfahren. Vielleicht lag es ja auch daran, dass wir einmal durch die Luft geflogen sind. Ja, und so kann man halt jedes Feld, was man hat, entsprechend bearbeiten. Also sei es mit zum Düngen, sei es zum Güllefahren oder hier halt zum Grasmähen. Und dann müssen wir gleich noch einen zweiten Abfahrer eben kurz einrichten, mit dem wir dann das Ganze, was wir hier ernten, zur BGA fahren. Bei den Kurven hinten sollte man immer so ein bisschen gröberen Bogen fahren. Und damit hat sich das Thema auch erledigt. Tja. Ich überlege ernsthaft, ob wir für sowas nicht den anderen Big X nehmen. Was meint ihr? Aber geht ja auch mit Bunker? Das weiß ich gar nicht. Oh, was ist hier denn los? Wieso hat denn der zusammengeklappt? Der fährt zum Startpunkt, weil er leer ist wahrscheinlich. Wollen wir eben schauen hier. Ja, der ist leer. Weil wir hätten jetzt zum Beispiel sagen können, der soll hier betankt werden am Startpunkt, ne? Dann wird er jetzt da hinfahren und würde sich da voll tanken lassen. Dann machen wir das noch und dann können wir hier dann anfangen zu mähdreschen. Das können wir eigentlich jetzt schon anfangen. Aber wir wollen ja mit Autokombine fahren. So, da steht jetzt zwar, hat die Aufgabe erledigt, aber wir wissen schon, das stimmt nicht. Ja, das mit dem Grasfeld, da schiebe ich nochmal ein bisschen zurück. Also ihr seht, das ist noch irgendwie... Wir werden das mal mit dem anderen Big X testen. Dann haben wir jetzt halt einen Big X zu viel. Aber der kann ja nicht bunkern, ne? Ah, das ist auch wieder blöd. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, weil, wie gesagt, diese Staffel wird nicht allzu lang werden. Ach, ich wollte das ja nicht mehr sagen. Weil einfach auch langsam so, aber sicher habe ich so den Eindruck, dass sowohl bei euch als auch bei mir auch die Luft raus ist. Was den Landwirtschaftssimulator angeht. Und es kommt ja auch der andere schicke Titel noch, bis dann Landwirtschaftssimulator 2015 erscheint. Natürlich hier in meinem Kanal sofort zu sehen bekommen werdet. Exklusiv. Das nehme ich mal an, als Deutschlands größter Landwirtschaftssimulator-Kanal. Sollte das eigentlich drin sein. Hoffe ich mal. So, warum sagt er mir jetzt immer noch, Gerät muss aufgefüllt werden? Das ist mir ein Rätsel, weil der Tank ist voll. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich nehme echt mal an, dass es daran liegt. So, hier war er fertig. Oh, dann war der wirklich schon fertig. Aber dann war ja der Tank, der war ja leer. Nee, hier war er noch nicht. Da sollten wir vielleicht auch mal dann gucken, ob das... Aber wie gesagt, das funktioniert leider nicht mit Auto... Doch, das funktioniert auch mit Autotraktor. Ah, das wollen wir noch testen. Beim letzten Mal hat es nicht angezeigt, dass das ging. Ha. Dann testen wir es mal. So. 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 Und los. Und los. Und los.
Ach, das, deswegen ging das nicht, ne? Es ging gar nicht. Ja. Ups. Gut, dann machen wir es eben noch selbst. Geht ja auch mit dieser Maschine sehr schnell. Aber ich bin ja stets bemüht, euch zu zeigen, wie ihr dann auch Curse Play nutzen könnt. Es gibt ja bei Folge 185 zum Beispiel, gab es Leute, die haben gefragt, wie heißt die Abfahrermod? Ich meine, ganz im Ernst, nach 185 Folgen. Das sind dann immer so Punkte, da verstehe ich dann so ein ganz bisschen auch die Welt nicht mehr, weil was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag hier? Hm? Oder es gibt auch Leute, die fragen, wie die Map heißt. Hallo! Guten Morgen! Also manchmal, ich habe euch ja alle lieb da draußen, ne? Das wisst ihr ja. Aber manchmal, da denke ich echt, ich bin hier im falschen Film. Aber sowas von falsch. Falsches Drehbuch, falsche Regie, falsche Kamera, falscher Text. Alles falsch. So. Das haben wir hier. Jetzt könnten wir theoretisch anfangen hier zu ernten. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Denn ich glaube, gedüngt, gespritzt ist hier schon. Und mit dem Feld hier geht es dann weiter mit Düngen. Das können wir auch mal hier machen. Nicht ohne vorher schon mal hier den Mähdrescher zu starten, damit hier ein bisschen mehr Action wieder ist. Ihr habt euch ja bestimmt schon beschwert bei den letzten Folgen. Also, wir schalten den hier ein. Und das hier machen wir jetzt definitiv mit Autocombine. Beziehungsweise mit dem Autopilot, der in diesem Drescher drin ist. Ist ja sowas ähnliches. So. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie ging das nochmal? Weil ich habe da oben keine Einblendung. Drescher. Es könnte auch sein, dass sich das mit irgendwas beißt. Aha, hier ist er. So, wir wollen Fahrermodus Kreis auf ab. Was machen wir denn hier mal? Machen wir mal auf ab. Aktive Seite links abtanken, stehend abtanken, könnt fahren. Das können wir auch mal testen. Wir müssen natürlich zuerst den Kontakt öffnen. Den Kontakt öffnen. Achso, das geht ja nur. Eieiei. I see, I see. Machen wir mal aus hier. Hallo, aus. 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 Aus, habe ich gesagt. Hallo? So, genau. Genau, wir wollten den Korntank öffnen. Das ging, Rundumleuchte, Arbeitslicht, das wollen wir nicht. Leiter hoch, Schwartmodus, Warnblinker, Arbeitsmodus. So geht das. Es ist ein geiler Drescher, da gibt's nichts. Ja, jetzt können wir jetzt schon oder können wir noch nicht? Scheinbar können wir noch nicht. Vielleicht, weil wir noch nicht. Haben wir die Spinnen schon runtergelassen? So. Was man hier alles denken muss. Aber jetzt sollte es eigentlich gehen. Und da haben wir wieder Frame-Einbrüche. Also es scheint so, als würde sich die eine oder andere Mod hier nicht mit der anderen vertragen. Warum geht das jetzt wieder nicht? Irgendwas ist hier faul. So, der ist dran. Den können wir einschalten. Den können wir auch einschalten. Den können wir runterfahren lassen.
Ich könnte mir echt vorstellen, dass die beiden sie nicht vertragen. Ich weiß es nicht. Ja, ihr seht es hier, ne? Das ist ein riesen Leck hier gerade. Also, der verträgt überhaupt nicht, was ich gerade mit dem mache. Und was ich mit dem mache, ist eigentlich nur ernten, ne? Seht ihr? Da. Stocker, Stocker, Stocker. Da stimmt was nicht. Ja, das könnte an Autotraktor liegen oder an sonstigen. Das werde ich jetzt mal runterschmeißen, hoffen, dass es dann geht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit diesem Drescher funktioniert und ohne Autotraktor. Weil leider können wir das noch nicht so zur Anwendung bringen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke ich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.